Kapitel 5. Komm jetzt, Dallas. Sollte man mich nicht ebenso achten und mir gehorchen wie der Königin? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das, oder es geht zurück nach Rutledge. Dr. Bumby. Also hat er uns jetzt dahin geschickt. Wahrscheinlich sind wir wurden ja vom Zuchthaus, wurden wir ja wieder zurück zu Bumby geschickt. Und wahrscheinlich haben wir dann so wirres Zeug gelabert, dass er uns einfach mal wieder... ich glaube, wir sind in ihrem Gehirn. Sind wir in ihrem Gehirn? So sieht es zumindest aus. Also wie gesagt, es gab ja, also die Methode gab es ja wirklich, die wurde dann irgendwann später verboten. Aber dass das jetzt hier, also das ist richtig krass, dass sie das hier zeigen. Ja, vor allem dafür, dass das Spiel ab 16 ist, ne? Es ist, also wie gesagt, es ist, ich meine, mit dem Wunderland teilweise schon, können wir mal reingucken. Oh, Leute. Ist das ein Klo? Nö, da wohnt keiner, das ist eine Gummizelle. Adalas, oh mein Gott, auch noch Adalas, müssen wir uns das auch noch angucken? Gott, bitte nicht, doch, natürlich. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Adalas lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde, aber ich bin am Ende meiner Kraft und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzend, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, wo es weh tut. Ich kann und will mich nicht zur Ader lassen. Als Ihr Leibarzt habe ich zu befehlen. Wie? Sie können es über sich bringen, fürstliches Blut zu vergießen. Vor der Hand nur 20 Unzen? Nur 20 Unzen, ja. Das sind ja mindestens drei Mal. Oh, mon Dieu, drei. Ich kann kein Blut sehen, ich schieße so lange raus. Oh, no, 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 so, das ist Sie, bitte, wer ist die Sie? Aber das geht doch nicht. Ich stürfe doch, wenn Sie mir die Öde abschniegen. Abschniegen, oh no. Oh, bitte, liebe Jute Spekulatius, Doktor, lassen Sie mich nur einmal leben. Ja. Oh Gott. Aber normalerweise hat noch diese Blutegeltherapie, kam doch eigentlich bei, glaube auch sogar zu Pestzeiten zum Einsatz. Was das jetzt hier zu sagen hat, weiß ich nicht. Ja, ich habe mir Adalas irgendwie immer anders vorgestellt. Also, war das echt mit Blutegeln? Adalas? Ich müsste jetzt nachgucken. Ja, kannst du gerne machen. Lese ein bisschen was vor, gerne. Also, das interessiert mich gerade wirklich, was Adalas. Ah, er hat gespeichert. Station 1. Ich weiß. Wo ist nochmal oben und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht, wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich gebe dir... Ein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Okay, man merkt, wir sind in der Klapse. Jetzt haben wir gerade irgendwie keinen Ton. So. Moment. Schnörkel, die Katze. Was für eine Katze? Wo ist der Fuchs bei den Täubchen? Schlauer Teufel. Aus dem Hühnerhaus ausge... Ja, so schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Also ich hätte jetzt was zum Adalas. Ja, dann lese erstmal was zum Adalas vor. Der Adalas, griechisch blablabla, bla bla, beziehungsweise lateinisch blablabla, bla bla, ist seit der Antike bekanntes und bis ins 19. Jahrhundert verbreitet angewandtes Heilverfahren. Beim Adalas wird dem Patienten eine teilweise erhebliche Menge Blut entnommen. Heute ist belegt, dass der Adalas nur bei wenigen Krankheitsbildern eine positive Wirkung hatte, sodass er weitestgehend aus dem medizinischen Alltag verschwunden ist. Umgangssprachlich wird gelegentlich auch die Blutspende oder Blutentnahme zu Untersuchungszwecken als Adalas bezeichnet. Auch finanzielle Einbußen oder Verluste an Soldaten und Material können im übertragenen Sinn gemeint sein. Aber ich kenne das tatsächlich nicht so, dass das mit Blutegeln funktioniert, sondern die Bilder, die hier zu sehen sind. Ah, Methoden. Soll ich das vorlesen? Ja, gerne. Methoden. Der Bader des Mittelalters verwendete Adalas Messer, sogenannte Fliegen. Oder ab dem 15. Jahrhundert ein Gerät, dessen spezielles Messer nach dem Anritzen der Ader zurückschnappt. Den Schröpfschnepper. Heutzutage wird Venenblut mit einer größeren Kanüle abgenommen.
Die Menge des abgenommenen Blutes liegt zwischen 50 und 500 Millilitern. Eine weitere Methode der Blutentziehung ist der Einsatz von Blutegeln. Die spezielle Zusammensetzung des Speichels des Blutegels verhindert die Gerinnung des Blutes. Allerdings ist die entnommene Blutmenge ziemlich gering. Okay. Aber ist gut zu wissen schon mal, ne? So wie gesagt, ich kenne das tatsächlich nur so, dass es, glaube ich, zu Pestilenzzeiten mit Blutegeln gemacht wurde, weil im Prinzip das kranke Blut, da war ja so ziemlich alles. Wieso hängen da oben bitte schön die ganzen Möbel an der Decke? Ist alles doppelt. Also gespiegelt und doppelt. Das ist ja toll. Redet ihr mit mir? Gott, die sehen doch selber so aus, als würden sie hier in die Klapse gehören, ganz ehrlich. Das sind doch tatsächlich Dideldumm und Dideldumm-Didel? Nee, wie heißen die? Dideldei und Dideldumm. Richtig. Gott. Boah, Alice, geh doch mal anständig. Naja, gut, sie kann ihre Arme nicht. Man schwingt ja die Arme normalerweise beim Gehen. Wahrscheinlich läuft sie deswegen so gaga. Das ist ja damit der Gleichgewichtssinn auch irgendwie da ist. Meine ich jedenfalls mal gelesen zu haben, dass es dafür ist. Es kommt jetzt von dem zu vielen Schwänzchen in das Wasser. Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind, lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig, aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Ja, das tut mir ganz bestimmt gut. Ich will hier raus. Es kommt garantiert von zu vielen Köpfchen in das Wasser und Schwänzchen in die Höhe. Bestimmt. Boah, an was erinnert dich das gerade? Also denk dir mal die Schränke weg und also das erinnert mich gerade übelst an Thief Deadly Shadows. An die Wiege. Ja, gut, nicht entweder an die Wiege oder das komische Haus von Konstantin mit der Bar. Ach so, ja. Tust du mir was? Warte, Raum. Was wäre denn? Ach, er hat auch Angst vor mir. Der ist ja ein halber Zom. Was hat der? Der so eine Mundsperre. Ja. Und die Augen? Hat der keine Augen? Oh, diese Kamera. Ach, warte mal, wir können doch in den Ego-Modus können wir doch. Ego-Perspektive. Genau. Oh mein Gott. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Totenkopf. Aber sehr gut gebauter Mann. Ja, aber der Kopf. Bäh. Schnell weg. Ach, da ist noch jemand. Ist das Gehirn noch? Nee. Nee. Ich wollte auch gerade sagen, das wäre ein bisschen extrem. Ach, noch so einer. Du bist auch schon wieder geklont. Warum sind die hier immer alle geklont? Aber der Bambi auch so in der Cutscene mal wieder, der ist aber auch ein hässlicher Vogel, ne? Pff, nicht hässlich, aber typisch für ihn. Ach, wir sind wieder raus. Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Ach, Bambi gerade wieder. Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Hat er gesagt. Ja, naja, gut, aber das heißt doch, der wollte irgendwas, was Lizzie hatte. Was hatte sie denn? Fantasie? Nee, ich denke gerade an was anderes und das erinnert mich gerade an Silent Hill. Was? Ja, hier dieses Nebel- und Gedöns-Ding. Ach so. Sind wir im Wunder? Nee, sind wir nicht. Ja, ich denke eher, dass er sie halt. Ja, so sagen wir es. Er wollte Liebe mit ihr machen. Vielleicht wollte er das. Ich hätte mich jetzt fast anders ausgedrückt, aber. Wie wird das jetzt so verschwommen? Ich weiß es nicht. Ich folge einfach mal den Laternen. Weil das scheint der Sinn zu sein, aber. Wenn wir nicht den Spinnen folgen.
Wir sind keine Spinnen, Gott sei Dank. Ach, wir hatten, bevor wir aufgenommen haben, hatten wir auch noch eine schöne Geschichte. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Armer Chucky. Ich wollte gerade sagen, Chucky, die Mörderpuppe sucht dabei. Ja, das sind die, die wir auch schon mal gesehen haben. Oh. Ach, das ist das brennende Haus. Okay. Gehen wir einfach mal drauf zu. Okay, er hat gespeichert. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich lach mich jetzt kaputt, wenn wir jetzt irgendwie im brennenden Haus sind und raus. Das Puppenhaus. Okay. Wie sehen unsere Haare aus? Ich würde jetzt gerne wissen, ob wir ein neues Kleid haben. Ach so, ja. Können wir gucken. Aber was ich sagen wollte, wir hatten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, eine schöne Geschichte mit der Spinne, weil ich hatte mein Licht aus hier und wollte alles vorbereiten zum Spielen. Ah, das haben wir jetzt. Royale Robe. Ein Royal Flush. Das könnte man sogar zur Audienz mit der Königin tragen. Ich finde das immer so toll, dass wir die Kleider mal erst dann kriegen, wenn wir das Kapitel schon durch sind. Da gucke ich mal ganz kurz wieder nach. Was es macht. Dann guck du nach, dann erzähle ich die Geschichte mit der Spinne zu Ende. Ja, auf jeden Fall hatte ich, ich bin ja Raucherin und es kann schon mal sein, dass hier an meinem Schreibtisch irgendwie Asche rumfliegt oder so. Und ich sah auf einmal nur, wie hier irgendwas rumflog oder krabbelte auf meinem Schreibtisch. Ich habe dann mein Handy schnell angemacht und da an das Licht dann geguckt und habe gesehen, da war eine Spinne. Und ich hasse Spinnen über alles. Ich habe hier wirklich voll die Krise gekriegt und voll so, Spinne, und habe sie dann mit meiner Zigarettenschachtel erschlagen. Und ja, das war nicht lecker, auf gar keinen Fall. Ich hasse Spinnen, wirklich. Also, das ist sehr schön. Was mir an dem Kleid gerade mal schon wieder bloß so auffällt, ich finde es herrlich, dass wir da Peak drauf haben. Das ist schon mal sehr schön. Dann sind wir jetzt Peak 7. Was allerdings auffällt, ist, wir wechseln Schuhe und Strümpfe offensichtlich nie. Nee, das stimmt. Nee, aber wenn ich dir das vorlese, das wird dir, glaube ich, nicht so gefallen. Und zwar Royal Robe. Oder Royale Robe auf Deutsch. Ja, steht nur so hier. Die Gesundheit ist auf 4 Rosen begrenzt. Ups. Also wie gesagt, die Sirene nur nochmal zum Einprägen. Die Feinde lassen doppelt so viele Rosen zurück. Finde ich persönlich nicht schlecht. Mm. Dampfkostüm, mehr Zähne und Rosen im Behälter. Was haben wir noch? Klassisch, auch geschrumpft, regeneriert sich alles. Ja, also wie gesagt, ich finde das mit der Gesundheit vielleicht gar nicht so doof, wenn jetzt die Leute tatsächlich immer stärker werden. Hm. Ich muss nur ehrlich sagen, was ich schade finde, also hat dieses Kleid hat hier wirklich nichts Positives, wenn ich das richtig sehe. Man ist nur auf 4 Rosen begrenzt und das war's. Ja, ich begreife nicht. Was soll denn aber der Sinn an der Sache sein? Ja, ich meine, das Kleid ist wunderschön. Oh. Also ich finde es richtig schön. Vor allem auch Jan, so in Herzform und die Augen. Also das finde ich richtig schön. Der sieht aus wie so ein Hamariten-Zombie. Also mir gefällt das gut, aber das lohnt sich nicht. Nur damit es hübsch aussieht und dann nur mit 4 Rosen, das lassen wir. Also denkst du, wir sollen die Sirene anlassen, ja? Also wie gesagt, wenn die stärker werden, die Gegner... können wir ein Waffen-Upgrade machen? Ich gucke nach. Also wir gehen erstmal wieder zurück ins Spiel. Wo hat er denn jetzt nochmal gespeichert? Ah, okay, direkt hier. Mal gucken. Können wir das tun? Oh ja, können wir. Ja, für die T-Kanone. Alles andere haben wir ja. Ja, ich will. Oh, einfach nur das Ding ist nur grün geworden. Naja. Immerhin. Aber immerhin 150 Zähne oder 154 Zähne, dann sind wir schon beim nächsten Upgrade. Aber ich sehe gerade, hier steht schon wieder was anderes. Der Zug muss aufgehalten werden. Aber es gibt noch mehr zu tun. Dein Blick verdeckt eine Tragödie.
Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen verschließt vor dem, was dich umgibt. Königin. Ach, können die einen nicht mal vorwarnen, wenn da andere Texte stehen? Ich finde das gerade so geil, wieso sind denn unsere Haare so oft geplümpelt? Das weiß ich nicht. Alice und Zug. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte zwischenzeitlich schon dran gedacht, dass der Zug nicht unsere Erinnerungen sind, sondern eventuell sogar Bambi, der durch uns durchfährt und uns manipuliert. Dass das hätte der... Jetzt, ne, das hatte ich mir auch so gedacht irgendwie. Hätte ich jetzt eventuell auch gesagt. Oder dass im Prinzip der Zug die Wahrheit ist. Verstehst du? Mhm. Und dass der quasi vor uns wegfährt, weil er im Prinzip die Wahrheit beinhaltet. Und der Bambi versucht das ja zu verschleiern. Und deswegen, er sagt ja auch, dieser Zug existiert nicht und das ist alles nicht real.